Na, Lady, alles fit? Gibst du mir einen Drink rüber? Ich bin schließlich der Chef. Ja? Und du hier? Bist du im Weg? Mr. Rossetti Outfit beim Collar and Cuffs in Ocean Beach erhältlich, wo auch immer das ist. Und du bist hier der Türsteher, oder wie? Ha? 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 Willst du Stress? Willst du Stress? Ey, der ist doch vom feindlichen Taxiunternehmen, oder? Ich seh's ihm genau an. Wahnsinnig spannende Animationen. Ich bin, glaube ich, spontan erblindet. So, hier hinten haben wir den Privatbereich. Hier ist jetzt erstmal nichts weiter großartig. Außer diesem Raum, der offen ist, wo natürlich nichts drin ist. Und dem Raum hier vorn. Und dieser Raum ist das Geheimnis, der Schlüssel, um hier selbst Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen, müssen wir hier nämlich Geld ausgeben. Und zwar, indem wir dieser guten Lady eine ganze Weile lang zugucken. Und weil ich euch das jetzt nicht antun will, hier stundenlang diesen grob gepixelt animierten Weibern zuzusehen, schalte ich euch mal kurz weg und komme dann wieder, sobald ich denke, dass es eigentlich reichen sollte mit dem Rumgehopse hier. Und dann sehen wir mal weiter, wie es dann aussieht. Denn dann dürften wir eigentlich genug Unternehmen gewinnbringend erworben haben, um dann das Ende zu triggern. Wir schauen mal. Also, bis dahin, bis gleich, wie auch immer. Ich guck mir die Tussi hier mal an. Ist ja jetzt nicht so ein praller Ausblick. Also, ich tu's mir an. Einfach nur dem Let's Play zuliebe. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit der guten Dame, die sich immer noch einen abstrampelt vor uns. Und ich habe die Vermutung, dass es sich dabei um eine Ex-Schwimmerin mit Gehfehler handelt. Denn einerseits hat die eine wahnsinnig breite Schulter, wie ich hier gerade feststelle. Sodass es auch so aussieht, als ob die Brüste sehr tief wachsend sind irgendwie. Und dann müsste man auf die Füße achten, die scheint irgendwie einen ziemlichen Knickfuß zu haben, die Dame. Aber gut, das sind so die Sachen, die einem so in den Sinn kommen, wenn man eine Stripperin vor sich stehen hat, wie das eben so ist. So, und ich weiß jetzt gar nicht, wie man das beenden kann. Wir müssen mal schauen, ob das jetzt schon gereicht hat. Ich weiß es nicht, aber ich habe jedenfalls gar keinen Bock mehr, der Alten zuzugucken. Enter? Nicht? Ah, doch. Ja, das reicht schon. Wunderbar. Und da haben wir den Pole Position Club erworben. Der Pole Position Club sorgt nun für ein Einkommen von bis zu 4000 Dollar pro Tag. Holt er dein Geld regelmäßig ab. Und da kommt ein Anruf rein. Was könnte das wohl sein? Ja, und damit haben wir das getriggert, was ich beabsichtigt habe zu triggern mit diesem Erwerb. Sunny kommt vorbei. So, und da wir das jetzt erworben haben, hat sich hier eigentlich nichts weiter getan, außer einer Sache. Und zwar hat sich hier hinten ein weiteres Kämmerchen geöffnet und da gehen wir jetzt nochmal fix rein. Yeeha! Schick, schick, schick. Wenn es nicht so grob animiert wäre, dann wäre das ja ganz schick, aber ich meine, die guten Namen, die sind dann doch ein bisschen pixelig und ein bisschen eckig hier, um sich wirklich dran erfreuen zu können. Wir haben jetzt jedenfalls hier noch eine Einnahmequelle, auch wenn es hier bloß bis zu 3000 Dollar gibt, aber das passt schon. Wir brauchen ja quasi überhaupt kein Geld mehr. Denn wir müssen keine Unternehmen mehr kaufen und ich will auch keine Unternehmen mehr kaufen. Das einzige Unternehmen, was jetzt noch offen wäre zu kaufen, wäre eben das Autohaus. Und leider können wir... Ach, hier gibt es die Klamotten. Die wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Das ist wahrscheinlich dann der Collar and Cuffs. Genau. Das ziehen wir gleich mal an hier, das Mr. Rossetti Outfit. Ja, so kann man schon
So kann man schon rumlaufen. Der Nadelstreifenanzug gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, was ich noch sagen wollte gerade, wo ich gerade dabei war, wir haben das Autohaus jetzt nicht gekauft und die Filmmissionen können wir ja leider nicht abschließen, weil mir da jedes Mal das Spiel abkackt. Das ist ein bisschen schade jetzt, ärgert mich auch ein bisschen, dass ich das nicht komplett zeigen kann jetzt hier, das ganze Spiel. In völliger Gänze, aber ich bin ganz froh drüber, dass wir es trotzdem zu Ende bringen können, obwohl wir nicht alles haben. So, und jetzt machen wir erstmal zum Versace Estate, wo wir dann in den Helikopter umsteigen werden, denn ich will ja noch einen kleinen Einkaufsrundflug machen. Das heißt Rundflug, ich will eigentlich bloß zu Phil fliegen. Und dort in der Ecke ist ja dann sowieso die Druckerei, wo ja offenbar irgendwas im Argen zu liegen scheint. Jetzt aber erstmal rum ums Eck hier, ups, erfolgreich wie immer. Ihr seht schon, mein Fahrstil hat sich im gesamten Spielverlauf nicht gebessert. So, Versace Estate. Und ich höre schon wieder meine schwuchtlichen Ganggenossen hier, die durch die Gegend tönen. Hey, it's Mr. V. Ich bin ganz froh drüber, dass der Heli immer da ist. Ich kenne das auch anders. Das ist dann ziemlich frustrierend, wenn man drauf baut, dass das Ding da ist und dann steht keiner da. So, erstmal die Mucke weg, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Und dann hinüber nach Little Haiti. Ach, das ist aber hübsch hier mit dem Pool hier unten im Rockstar-Design. Ja, die Rockstars, die haben sich ja natürlich ein bisschen verewigt. Ist ja auch eine klasse Marke, die die gesetzt haben mit den ganzen GTA-Spielen. Also da kann man schon nichts sagen, ne? So, rein in Phil's Place. Squeech! Ach nein, Haley squeechen ja nicht. Ach, hier brauchen wir jetzt natürlich doch Geld, fällt mir gerade ein, denn wir müssen ja irgendwie die Waffen bezahlen. Ich nehme zumindest mal an, dass die bloß zum Kauf erhältlich sind. So, was haben wir da? Die Maschinen... Nein, die will ich nicht haben. Die Bomben, da brauche ich auch nicht. Den Raketenwerfer nicht. Diese hier. Genauestens. 200 Schuss, das sollte genügen, denke ich. Ansonsten haben wir auch so die üblichen Waffenklassen ausgestattet. Ich denke, wir sind vorbereitet für die da kommenden Missionen. Und ich bin sehr gespannt, was uns so erwarten wird. Denn ich habe mir zwar durchgelesen, wie das Ganze getriggert wird und so, aber das, was dann passiert im Abschluss, das wollte ich mir dann doch so ein bisschen offen halten. Hinab bitte. Dankeschön. So. Dann speichern wir hier mal. Also ich finde den Anzug schon schick. Also der gefällt mir richtig gut. Ich persönlich würde jetzt nicht so ein Hemd tragen wollen, aber der Anzug, doch ja. So. Der Eintreiber. Okay, what's the emergency? Oh. Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Ja, mach den Kopf kürzer. Also da hat er eigentlich gesagt, mach ihm ein neues Arschloch, ne? So, die Mafia verlangt Schutzgeld von dir. Stöbere sie auf und erledige sie. Und ich habe kein Auto. Na toll. Da war doch gerade noch... Ja, dann nehmen wir halt den. Ist jetzt nicht gerade der Traum. Aber besser als nix. Ach nee, kommt. Wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich noch lieber den als den anderen. Hier scheint es einen erwischt zu haben, der Kreidezeichnung nach zu urteilen auf dem Boden. Und die Mafia ist bei der Bootswerft angekommen. Tragisch, da werden sie wahnsinnig viel holen können. Verpiss dich mal. Ja, ich bin natürlich auch mit dem wahnsinnig schnellen Hobel unterwegs hier. Die Mafia verlangt von dir Schutzgeld für die Bootswerft. Na, dann will ich euch mal zeigen, was ich davon halte, wenn ihr Schutzgeld von mir verlangt.
Eigentlich ist Schutzgeld ja so ein bisschen der falsche Ausdruck, würde ich denken. Die wollen einfach nur ihren Anteil einkassieren. Die Mafia verlässt die Bootswerft. So, schauen wir mal. Ach, mit dem Motorrad. Zack, dann machen wir das Ganze doch so. So, warten, warten, warten. Ach, die bleiben oben stehen. Na gut. Dann machen wir das so. It's the Harwood Butcher. Das ist richtig. Du hast die Eintreiber erledigt. Es kommen weitere. Da steige ich dann doch nicht mehr rein. Jetzt brauche ich natürlich bloß ein neues Auto. Oder ich schüttel den Bullen wahlweise einfach ab. Und mach das Ganze so. So. An die Muni kommen wir leider nicht ran, weil die natürlich reichlich bescheiden platziert war jetzt, dadurch, dass ich die Kalle da hochgefeuert habe. Aber was soll's? Muss halt so sein. Also bis jetzt läuft die Mission ja gut. Ist ja jetzt nicht weiter problematisch eigentlich. Aber mal gucken, vielleicht entwickelt sich das noch. Ach nein, machen die zum Malibu Club rüber. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik wahnsinnig laut ist. Das sieht ganz so aus. Dann machen wir mal hier unten über die Brücke. Um die guten Typen zu begrüßen, wenn sie dort ankommen. Ansonsten würden wir jetzt bloß einen Umweg fahren eigentlich. Und hier ist auch wirklich nichts los an Verkehr gerade, um mal ein schöneres Auto irgendwie zu kriegen, ne? Und das ist schlimm. That sounds like love. So, da war jetzt natürlich gerade einer gewesen, ein Infernus. Kaum, dass man sich aufregt drüber. Aber ich bleibe jetzt gerade mal hier drin. Weil ich gerade mal ein bisschen Gas geben muss hier, glaube ich. Schließlich wollen wir die Kerle ja überraschen. That sounds like love. Ach, super. So, dann können wir es auch gleich so machen. Du hast den Eintreiber erledigt. Es kommen weitere. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt wird es doch bestimmt hier drüben mal einen Sportwagen geben, oder? Na bitte. Da haben wir einen guten Banshee. So. Ja, mit der Kiste. Und ab zum nächsten Team. Da gucken wir mal wieder. Ich nehme mal an, die werden jetzt nicht hier herüberkommen, sondern die werden gleich der territorialen Nähe halber sich dort die Kaufmann-Taxis vornehmen. Aber wir sind ja jetzt schneller unterwegs, besser motorisiert, besser drauf. Da brausen wir mal ganz schnell rüber. Und kümmern uns um die Geschichte. Ach ja, wenn ich hier so lang fahre mit dem Banshee, da kommen doch nostalgische Erinnerungen auf. Als wir Lance damals aus der Kacke hauen mussten, den dummen Arsch. Und die ganze Mission 87.000 Mal angehen mussten. Ach, die kommen hier rüber. Zacki! So, kommt ihr jetzt? Hua, ihr Schweine! Ja, ich glaube, die bleiben jetzt dort stehen, oder? Dann machen wir das Ganze mal so. Ha, mit einem Schuss. Ist ja supi. Der steckt ja richtig was weg. Nicht. Und der? Ja, der ist schon ein bisschen mehr offenbar. Ist aber auch gar nicht so einfach zu zielen hier auf die Entfernung. So, das war's schon. Mission erfüllt, $30.000 gewonnen. Ich bin begeistert.